Uns erwarten in den nächsten Wochen 118 Veranstaltungen an 50 Locations der Stadt. Wir haben 23 Künstler auf den Bühnen. Sie sehen, wir sind auch ein bisschen breiter geworden und das hat einen Grund. Wir haben das ungeliebte Zählkartensystem abgeschafft. Ungeliebt deswegen, weil die Vergabe nicht leicht war zu organisieren und weil es auch für viele nicht möglich war, Konzerte dann zu besuchen. Und es war unser gemeinsamer Wunsch, das Festival auch wieder ein bisschen zu öffnen. Deswegen gibt es auch mehr Konzerte, weil sie auch in einer größeren Gleichzeitigkeit stattfinden, also in räumlichem Bezug und zeitlichem Bezug. Es gibt gewisse Viertel, die speziell herausgestellt werden an einzelnen Tagen. Mehr dazu wird auch mehr dazu sagen. Wir wollen also wieder einladen, verstärkt zu entdecken, etwas zu finden. Sich nicht decken, was ja sowieso die Idee des Festivals ist, Jazz in seiner ganzen Bandbreite zu präsentieren. Und für mich war das, so wie es Andreas Krämer schon gesagt hat, ein wirkliches Abenteuer, hier eingeladen zu werden. Nach dem ersten ein, zwei Treffen mit Ingmar Horni habe ich sehr schnell das Gefühl gehabt, dass wir total auf einer Wellenlänge sind, dass die Art und Weise, wirklich unbefangen und mit Freude und Neugierde so ein Festival zu machen. Es ist nicht erzieherisch, didaktisch, sondern einfach nur Musik froh und unbefangen in all ihrer Komplexität. Also es geht nicht nur darum, dass wir nur Easy Listening und Swing Musik hierher bringen, sondern dass wir den Jazz so zeigen, wie er es heutzutage ist, in seiner Bandbreite. Und das aber verstärkt durch die Orte in ihrer Vielschichtigkeit eben genau das ausdrücken. Die Idee, das Festival so zu gestalten, dass es bei freiem Eintritt den Leuten möglich ist, niedrigschwellig auf Entdeckungstour zu gehen, den finde ich großartig. Der Ansatz ist mir sehr vertraut. So habe ich das auch in den letzten Jahren gemacht. Und insofern war es, ich würde es nicht sagen, fast ein, das war selbstverständlich, Ja zu sagen zu diesem Angebot und zu dieser Chance. Und so, wie du gesagt hast, bin ich hierher gekommen, bin durch die Stadt gegangen, habe natürlich erstmal geschaut, wie sind die Salzburger so drauf, was gibt es hier so, was gibt es hier für Protagonisten, welche anderen, was passiert in den anderen Genres, was passiert in der Kunst oder im Tanz, in der Musik, wie werden die Salzburger wohl dem Jazz begegnen, sind sie neugierig, aufgeschlossen und alles, was ich bisher entdeckt habe, macht mir wirklich total viel Vorfreude auf das Fest. Und es freut mich, dass ich über diese Art und Weise, dass man an so vielen Orten ist, auch wirklich viele Gastronomen kennengelernt habe, die für mich Kollegen sind. Ich habe selber auch in ein Restaurant in Hamburg. Weiß auch, was es bedeutet, wenn man ein Konzert macht. Das ist auch mit viel Aufwand verbunden, das ist mit Kosten verbunden. Man wird an dem Abend nicht unbedingt die doppelten Einnahmen haben, aber das macht nichts, weil man hat ein tolles Erlebnis und man hat Gäste, die vielleicht sonst auch nicht kommen und man ist auch Teil einer Gemeinschaft, die gemeinsam dieses Festival hier in der Stadt feiert. Und das würde mich ganz toll freuen, wenn wir auch über die nächsten Jahre, wenn alle beteiligten Orte sich wirklich auch als ein gemeinsames Team fühlen, die dieses Festival gemeinsam gestalten. Das ist eine Herausforderung und eine große Freude zugleich. Das vielleicht noch einmal vorab, bevor ich ein paar Worte zum Programm sage. Sie haben das Programm alle da. Ich werde jetzt nicht zu groß auf einzelne Themen eingehen, sondern eher grundsätzlich sagen, dass die Programmierung so ist, dass wir, wie eben schon gesagt, dadurch, dass wir so ein bisschen die Kapazitäten der parallelen Konzerte erhöhen, damit das Publikum sich treiben lassen kann, die Künstler sowohl an großen Orten wie dem Republic oder in der Andreekirche, die dieses Jahr neu dabei ist, spielen lassen, aber dadurch, dass viele der Künstler mehrere Tage da sind, durchaus auch mal einen Tag später ein kleines, intimes Konzert in einer der Gaststätten geben werden, dann vielleicht im Trio, während sie vorher im Quintett gespielt haben. Also herauszusteigen werden dann zum Beispiel der luxemburgische Vibraphonist Pascal Schumacher, der gleich dreimal zu sehen sein wird auf dem Festival, aber niemals gleich. Einmal im Duo, im Solitär oder im Quartett, im Republic oder nachher in einem Trio-Konzert in der Kollegienkirche. Wir haben aus Brasilien eine Cellistin, die ein Solokonzert macht mit Loops, Cello, Gesang. Die wird man wunderbar fast mitternächtlich in der Kollegienkirche erleben dürfen, in einem großen Raum. Aber Freitagmittag wird man sie in der Schlosserei lieber sehen, ganz intim. Und fürs Kampf, fürs Surf, wer es schafft reinzukommen, wird sie also in dieser ganz dichten Atmosphäre sehen können. Genau diese Gegensätze, die sind nicht nur für das Publikum spannend, sondern auch aus meinen Erfahrungen werden die von den Künstlern sehr gutiert, weil gerade diese Raumerfahrung, auch komplexe Räume, die nicht unbedingt einfach zu bespielen sind. Also eine Kollegin mit 7 Sekunden Hall ist oder 8
österreichische Künstler, Salzburger Künstler sind auch in diesem Jahr dabei. Also ich würde sagen, gut ein Drittel der Programme wird bestritten von riesigen Künstlern, die sowohl in den Bars, aber auch in den Bühnenweg-Kavernen oder Republik zu sehen sein werden. Wir haben eben schon angedeutet, auch ein paar, wir können es sagen, Weltpremieren, also Konzerte, die es vielleicht auch nur hier geben wird. Ganz besonders am Herzen liegt mir da ein Konzert mit dem Klarinettisten Wolf Kühn. 88 ist er, glaube ich, man mag mich korrigieren, wenn er 87 oder 89 ist, aber ich glaube, er ist 88 Jahre, er ist einer der Weltstars der freien improvisierten Szene. Gemeinsam mit seinem Bruder Joachim Kühn sind sie in der ganzen Welt unterwegs und er wird hier bei uns ein eigentlich angedacht Duo-Konzert in der Kollegienkirche mit dem brasilianischen Mandolin, der Hermeton de Holanda, geben, der extra aus Brasilien kommen wird für dieses Konzert. Er wird dann am nächsten Tag noch ein Solo-Konzert machen, damit sich das mehr lohnt. Aber gerade dieses Duo-Konzert, was noch an einigen Stücken ergänzt werden kann durch einen Professionisten, ist auf besonderen Wunsch des Künstlers Wolf Kühn entstanden, der auf der letzten Platte zwei Titel mit ihm aufgenommen hat. Und jetzt werden sie sich in Salzburg treffen, werden sich tagsüber begegnen, werden sich ein bisschen einstimmen und werden ein frei improvisiertes Konzert spielen, was mich ganz besonders freuen wird. Ebenso haben wir auch über mehrere Tage den Schweizer Künstler Julian Sartorius eingeladen, ein sehr junger und neugieriger und großartiger Drummer, dem ich quasi eine Carte Blanche gegeben habe und gesagt habe, gefragt habe, was er gerne machen möchte. Und zum einen wird er ein Solo-Konzert, Solo-Drum-Konzert in der Sache ganz machen. Das wird sicher spannend werden. Und er wird auf den französischen Drummer Edward Perrault treffen, wo sie ein Drum-Duo-Konzert machen will. Die beiden kennen sich nur ganz wenig, schätzen aber die jeweilige Arbeit des anderen und haben den Vorschlag von mir, sich hier auf dem Festival zu treffen und was gemeinsam zu gestalten, begeistert aufgenommen. Edward Perrault selber wird man mit seiner Band Das Kapital sehen, sowohl in den Kavernen, im großen Konzert, wie auch ein spontan entwickeltes, wir wissen alle noch nicht genau, was daraus wird, Konzert im Museum der Moderne im Rupertinum, da dort die Ausstellung Wortwitz und Zeitkritik derzeit läuft und sie Hans Eisler Vertonungen gemacht haben, und zwar musikalische Vertonungen, und da werden sie sich in dieser Ausstellung bewegen und das instrumental kommentieren. Auch das wird sicher ein spannendes Erlebnis. Großes Abschlusskonzert im Landestheater, Erik Trüffas, der auch schon hier zu Gast war, auch daher sind ja vielen Salzburgern bekannt. Danach kommt die Sängerin Malia im Landestheater, und ich hoffe so ein bisschen, dass Trüffas vielleicht auch auf ihrer aktuellen und letzten Platte mit dabei war, vielleicht nachher noch mit vorbeischaut beim zweiten Konzert. Das könnte sein. Wir haben diesmal parallel zum Landestheater, weil der war sehr großer Anfang ist, noch den Solitär, den wir spielen, mit dem norwegischen Tuba-Spieler und ansonsten Daniel Herskedal, der auch ganz klein zusammen mit Marius Nesset und Tuba auch bei einer Blauengang spielen könnte. Also ich könnte jetzt natürlich reden und reden, das werde ich aber nicht, weil es nicht draußen ist und ich will Ihnen ja auch noch Raum geben, vielleicht nachher Fragen zu stellen. Ich glaube, ich gucke mal kurz auf meine Notizen, damit ich nichts vergesse. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt am Rande, wir haben ein bisschen drumherum Programm, das Galerienprogramm am Samstagvormittag hat sich, glaube ich, schon in den letzten Jahren sehr bewährt. Wir haben es noch ein bisschen ergänzt mit diesen anderen Orten. Ich erwähnte kurz Schlosserei Bieber, aber auch Orte diesmal wie der Vintage-Laden Jetlag sind mit dabei. Wir machen ein ganz kleines, mini-intimes Konzert bei den Riverside Guitars. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reingehen, vielleicht 20 und noch 20 vorm Schaufenster. Und da wird der Gitarrist Nier Felder spielen, der am Vorabend groß im Republic spielt. Der wird sich dann dort aufs Sofa setzen und ein paar Gitarrenklänge zum Besten geben. Und ganz doll freue ich mich, dass ich die Österreich-Premiere des Films Jimmy über den Sänger Jimmy Scott, I Go Back Home, im Mozart-Kino am Samstagmittag präsentieren werde. Also mein Sonntagmittag, Entschuldigung, man kann ein Sonntagsmatinee im Kino machen. Anschließend gibt es ein Gespräch mit den Filmemachern, wobei dann auch sitzen bleiben möchte, hat noch ein schönes Konzert mit der estischen Sängerin und Geigerin Maja Nuth. So, jetzt wäre ich aber dann doch fertig und übergebe an Ihnen. Was ist passiert in diesem Jahr? Wir haben viele Diskussionen und Spaziergänge einfach durch die Wurzeln dieses Festivals ausgegraben, nämlich jene, dass wir in unterschiedlichsten Räumen der Stadt unterschiedliche Spielformen dieser Musikrichtung Jazz zeigen wollten, um den Menschen die Möglichkeit zu dem Neues kennenzulernen. Das war so eigentlich vor 17 Jahren die Motivation.
gefunden. Und wir haben wieder entdeckt, dass wir eigentlich 40 Schwerpunkte gründen wollen, sodass eigentlich, wenn jemand in einem Konzert in Treffel und vielleicht auch keinen Platz mehr findet, dann er bis zum Abend gehen muss, um das nächste Konzert zu finden, sondern er hierbei in Treffel einiges an Angebot hat, gesetzten Zeitrahmen, so eineinhalb Stunden. Und wir haben wieder entdeckt, dass wir eigentlich 40 Schwerpunkte gründen wollen, sodass eigentlich, wenn jemand in einem Konzert in Treffel und vielleicht auch keinen Platz mehr findet, dann er bis zum Abend gehen muss, um das nächste Konzert zu finden, sondern er hierbei in Treffel einiges an Angebot hat, wo er immer durchführen sollte. Das Schloss Mirabella ist all diesen Platz, wie es das tendenziell macht, aber ja in die Kollegienviertel gehen, weil wir alle in die Drehkirche gehen, weil sie dort auch sind. Das heißt, wir wollten einfach vieles planieren, wieder möglich machen und es ist jetzt schon mehrmals angesprochen worden, wir haben schon 10 Tage abgeschafft. Das freut mich wahnsinnig, weil ich mich ja nie, weil ich nie ein großer Fan dieser 10 Tage war, weil dieser freie Eintritt für die Besucher mir ja seit der Gründung total wichtig war. Ob jetzt eine 10-Karte oder 5 Euro, es ist eine Hemmung. Und ich bin sehr froh, dass wir einen guten Weg gefunden haben, in der Zeit eine Ausweitung von Kapazitäten, dass wir es versuchen wollen, ohne diese 10-Karten zu schaffen und wieder ganz unterständig im Eintritt zu sein. Also, Kinder Heine und ich, wir haben eine Runde an die Wurzeln des Festivals gemacht und habe schon mal darüber nachgedacht, was ist wichtig, was wollen wir auch in die Zukunft mitnehmen und was sind so Dinge, die man auch gerne mal zusammenfassen kann. Und wir haben die Kompaktheit rund um Südafrika und die Kavernen, die wir in den letzten Jahren haben, eher zurückgelassen und haben uns wieder stärker auf den Stadtraum konzentriert. Wir machen auch wieder, das ist bestimmt 7-8 Jahre her, dass wir zum Beispiel die Straßen gespielt haben mit diesem Heuer mit Rabelle in der Winzergasse, was sehr nett ist. Wir spielen auch auf der Schwalle. Also wir gehen einfach auch wieder in den öffentlichen Raum mit so Brassbands. Das eignet sich gut, weil die können Antrag spielen, die können, wenn es regnet, auch irgendwo reingehen. Das ist alles nicht so praktisch. Das heißt, wir haben am Donnerstag das Andréviertel, am Freitag das Kaiviertel und am Samstag die rechte Altstadt als Schwerpunkte für unser Festival und das freut mich sehr. Und ansonsten, Gott sei Dank, das ist etwas wie bei der Wertekirche, hat sich wenig verändert. Stilistisch, musikalisch bleibt das Festival dort, wo es immer war, was mich sehr freut. Es ist jetzt nicht total anders, das hat jetzt nicht eine komplett andere Sprache. Es liegt daran, dass die beiden Festivals, nämlich jenes, für das Kinderheim bisher zuständig war und auch Salzburg, immer schon ein bisschen ähnlich getickt haben. Und das ist sehr schön. Deswegen glaube ich auch, dass sich das in der Heiligen Ruhe, Gott sei Dank. Und ich freue mich einfach auf dieses Festival. Dankeschön. Danke, Inga. Bitte sehr, meine Damen und Herren, Ihre Fragen. Mir erzählt vor ein paar Tagen, dass der Julian des Observatoriums auf der Getreidegasse spielen wird. Das ist aber eben nicht erwähnt. Achso, ja, er wird einen, wir haben das jetzt Klangspaziergang genannt, am Freitagmittag treffen wir uns hinten auf der Terrasse der Blauen Gans. Wird Julian Sartorius seine Drumsticks oder was auch immer mitnehmen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was er da so in die Tasche stecken wird. Es kann sogar sein, dass noch sich der ein oder andere Musiker vielleicht anschließt sogar. Also da sind wir gerade noch ein bisschen am Rumspinnen. Aber die Idee ist, dass er einen Gang machen wird, Getreidegasse, aber vielleicht auch noch darüber hinaus ein bisschen durch die Stadt ziehen wird und die Architektur, was auch immer er findet, bespielen wird. Das findet auf jeden Fall statt. Freut er sich auch schon. Ich habe noch kurz eine Frage nach dem Budget. Das ist immer, wir haben eh schon drauf gemacht. Ja, es gehört dazu, weil es wieder öffentliche Szene ist. Nein, es ist mehr. Wir haben heuer ein Budget von 23.000 Euro. Ja. Das ist im Grunde das Budget von 2013. Also wir sind zurückgegangen aufs Budget von 2013, aus allgemein bekannten Gründen. Die sind wir eh schon mehrmals diskutiert haben. Und es ist uns vor allem aber an der Tina Heine gelungen, wirklich strategisch Partner zu finden, also vor allem aus der Gastronomie, also quasi hier auch keine Erfahrung hat, Partner zu finden, die aus der Organisation von Konzerten machen.
dadurch, dass wir jetzt nicht überall komplett Bühnen aufbauen müssen, dass wir die Orte nutzen können, dass die Gastronomen toll mitmachen. Aber es ist echt irre, dass man ein so großes internationales Festival herstellen kann mit so ein Viertel von dem, was in Hamburg hatte. Und das ist bemerkenswert. Die öffentliche Hand, also ich kann mal sagen, 60.000 Euro kommen vom Tourismusförderungsfonds und 100.000 Euro kommen vom Altstadtverband und der Stadt Salzburg. Das sind die öffentlichen Geldmittel und alles andere ist Beitrag der Gastronomie bzw. Sponsoren. Die Hälfte. Ja, es ist so, die Arbeit heftig, ja. Ja. Das Land liegt es nicht. Das Land, wir sind in Verhandlungen mit dem Herrn Schellner, also mit Tourismusförderungsfonds. Bisher haben wir vom Land keine Förderung. Ich weiß aber von der Kulturabteilung des Landes haben wir bisher keine Förderung erhalten. Wir werden wieder ansuchen und hoffentlich bekommen wir vielleicht für 2017 eine Förderung. Vielleicht einfach zum Verständnis. Der Großteil der Einnahmen des Tourismusförderverbandes kommt aus der Stadt Salzburg. Jetzt gibt es Untersuchungen auch gerechtfertigt. Da gibt es Untersuchungen zur Umweltrendite, also wie viel Geld kommt in die Stadt pro ausgegebenem Euro? Das ist eine interessante Frage, mit der wir uns ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt haben, weil wir weder die Geldressourcen noch die Zeit haben, uns jetzt mit diesen Umweltrendite zu beschäftigen. Das ist immer natürlich gerade bei einem Festival, ich merke es auch bei großen anderen Veranstaltungen, die wir machen, es ist immer wahnsinnig schwierig, über diese Umweltrentabilitäten zu diskutieren, wenn man ein gratis Eintritt hat, weil man ja auch nie genau weiß, wo kommen denn diese Menschen her, wie lange sind sie da, wie hoch ist überhaupt die Reisemotivation. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob wir zum Beispiel Gäste, die zum Jazzfestival kommen und aus Freilassing kommen, eigentlich sind das Einheimische oder Freilassing, dann aufgrund ihrer Postleitzahl zu ausländischen Gästen machen und sagen, das sind Deutsche. Das stimmt zwar, aber es ist trotzdem falsch in der Betrachtung der Umweltrentabilität. Also, wie gesagt, das ist eine komplexe Geschichte, glaube ich, und wir haben es bei Jazz in City noch nicht gemacht. Also, wir gehen alles eins zu eins zu tun. Aber vielleicht nur als Ergänzung, also chinesisch, es ist durchaus wahrnehmbar, dass es Nachfrage gibt, auch für Nächtigungen. Also wir generieren durch dieses Festival durchaus Nächtigungen. Und vielleicht ein weiterer Punkt, der jetzt nicht so messbar ist, in regulärer Hinsicht, ist aber schon auch so dieses Image, das wir uns dadurch touristisch auch ergeben. Geben in Ergänzung zu dem, was wir auf der klassischen Zugschiene, wo wir sehr stark sind, schon haben, aber das ist etwas, was das Ganze noch gegenüberstellt und das ist uns auch sehr wichtig, Salzburg im Wald zu verankern und zeitgenössisch zu lassen. Ja, in München hatte ich die Frage noch nicht schon gestellt. Ich finde es einfach ein bisschen problematisch, dass die letzten Züge so spät zurück, so früh zurückfahren. Sie sind von uns absolut Salzburg auch. Ja, also deshalb ist die Frage, gibt es da Überlegungen, zumindest während der Festivalzeit da irgendwelchen Pendelverkehr oder so einzusetzen? Also, das dankt man ja total, dass das erste Mal sitze bei einer Pressekonferenz und mit einem wirklich so tollen Veranstaltung. Ja, das wäre richtig super. Also wir waren bisher mit unserem Festival ein vielleicht regionales, maximal nationales Ereignis. Wir haben festgestellt, dass Menschen aus Wien kommen, mit dem Railjet nach Salzburg, da hatten wir auch schon Kontakt mit der ÖBB und so, wo wir uns ganz schwer getan haben mit all den Jahren bisher war, dass wir Bayern erreicht haben. Also das ist ja wie ein Mauerdorf Richtung Bayern. Gerne bin ich bereit mit der Deutschen Bahn. Es gibt ja dieses wunderbare Bayern-Ticket, mit dem man ja ganz wunderbar fahren kann, auch in die Verhandlungen zu gehen und zu schauen, wie wir da die öffentlichen Verkehrsmittel gestalten können, dass man da auch bis zum Konzertende so mal zumindest ein Signal fahren kann. Aber das sind ganz tolle Projekte für die Zukunft, wenn wir es schaffen, einfach Partner, Sponsoren zu gewinnen, vielleicht sogar Förderungen des Landes und des Bundes, was wir bis jetzt ja nicht haben. Wir haben auch keine Bundesförderung bei Jazz in City und dadurch einfach wachsen. Viel naheliegender wäre natürlich, dass Sie den Umstand ausnutzen, die 10.000 Festivals in der Stadt haben in allen Kategorien und dann den nächsten Frühzug nehmen. Ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial ist bei diesem Festival. Also ich finde es schon toll, dass das Festival grundsätzlich erstmal dafür gedacht ist, ein Fest auch wirklich für die Salzburger zu sein, wo die Salzburger sich wohlfühlen. Das ist
Ich komme aus einer Stadt, in der auch sehr viele Events entstehen, wo man das Gefühl hat, sie entstehen nur für die Touristen. Und die Hamburger bleiben erstmal alle weg, weil sie keine Lust haben. Aber das ist eine tolle Veranstaltung, ein tolles Festival, bei dem Salzburger wie Zugereiste, wie Touristen sich gemeinsam begegnen können und gemeinsam, quasi gemeinsam Unwissen, ja, auf Entdeckungsreise gehen von irgendwelchen neuen Künstlern und sich vielleicht auch begegnen, dadurch ins Gespräch kommen. Ich glaube gerade, das nehme ich auch ein bisschen mit, als meine Aufgabe war, dieses Festival im Ausland noch stärker zu promoten. Ich freue mich, dass wir erstmals den ORF dabei haben, dass wir mitschneiden dieses Jahr, dass wir Sendungen haben werden in Berlin und beim WDR dann auch über das Fest. Und das sind, glaube ich, schöne Entwicklungen, wenn wir diese weitertragen können. Dann haben wir ein Fest für Salzburg gemeinsam mit den Besuchern, wie auch den Salzburgern Freude erlebt wird. Also ich freue mich wahnsinnig auf das Fest, ich freue mich wahnsinnig auf das Publikum, hoffe, dass es richtig schön voll wird und die Leute eine gute Zeit haben, eine gute Zeit mit guten Leuten und guter Musik, haben wir gesagt, ist sicher das Motto unter dem das Festival steht, die auch schon. Gibt es also eine Frage? Ja. Bitte. Was ja dieses Jahr neu ist beim Festival, ist, dass es die Live-Jam-Sessions gibt. Ah ja, stimmt. Die Freude. Und das ist ja auch ein Stichwort für die Begegnung, interessant, dass ich verstanden habe, wie Musiker beim Festival sind können, wenn die Leute nach dem Konzert schon noch hinsehen. Haben Sie damit schon Erfahrung aus Hamburg? Ja, das habe ich. Ja, das habe ich. Also es hilft immer sehr, wenn die Künstler das übrigens, lieben Dank, dass Sie das nochmal ansprechen, weil ich habe es nämlich auch hier auf meinem Speechzettel, aber ich kann meine eigene Geschichte lesen. Und die Jam Session war mir ein großes Anliegen, weil gerade dort auch die Möglichkeit ist, die Salzburger, die regionalen Künstler mit den internationalen Künstlern in einen wirklich absolut direkten Austausch zu bringen. Ich freue mich, dass wir das im Sternenhimmel Donnerstag, Freitag, Samstag machen werden. Wir werden auch die Festivalkünstler gezielt daraufhin ansprechen, sie auch ein bisschen in die Handlinie mit rüberbringen, wenn sie jetzt nicht wissen, wohin. Aber das wird definitiv auch Teil der Information an die internationalen Gäste sein. Und wir hoffen einfach, dass dann auch viele dabei sind, Lust haben, mitzujammen. Das ist meistens eigentlich immer dann das Schönste am Ende des Abends, das so miteinander auszudenken. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich danke, wie gesagt, nochmal, dass das hier nochmal angepasst wird. Also einen Klaviersponsor könnten wir auch noch brauchen. Das stimmt, schön. Das hätten wir gesagt. Und Sie wie jeden Abend, das haben wir aber nicht. Jeden Abend? Jeden Abend. Donnerstag, Freitag, Samstag. War das eigentlich damals in der Gründungszeit so ein bisschen als Gegenentwurf gedacht? Also ich habe das immer so ein bisschen so... Zum Jazz-Herbst Nein, nicht zum Jazz-Herbst, sondern eher zu der Festspielzeit. Ah, also, weil ich fand das immer ein haarsträubender Kontrast, also im angenehmen Sinne. Ja. Also bei der Gründung vielleicht habe ich das... ich selbst habe gemerkt, dass ich 2000 aus Salzburg und komme natürlich aufgrund meines privaten Umfeldes ein bisschen aus dieser Jazz-Geschichte raus und stellte fest, dass es hier den Jazz-Herbst mit Johannes Kunz gab, von dem ich das Gefühl hatte, dass er tolle Konzerte bringt, aber irgendwie wie so ein Alien in der Stadt landet. Dass einfach die Menschen in dieser Musikrichtung wenig anzufangen haben. Und ich habe dann quasi in Absprache mit dem Johannes Kunz und am Anfang auch noch quasi in enger Kooperation quasi neben dem Jazz-Herbst eine Schiene aufgebaut, wo die Menschen von Lokal zu Lokal gehen konnten, um diese unterschiedlichen Formen von Jazz kennenzulernen. Weil die haben ja alle gedacht, sie mögen Jazz nicht, weil das ist das Coltrane Roundup der 60er Jahre und das kann man ihnen auch machen. Ja. Und dass es daneben noch ganz viele andere Schulformen gibt, das war irgendwie nicht so bewusst. Und so ist es eigentlich losgegangen. Also überhaupt nicht das Kontrastprogramm zu den Festspielen und auch nicht das Kontrastprogramm zu einem bestehenden Jazz-Festival, das im großen Haus, also im großen Festspielhaus stattgefunden hat. Über die Jahre sind wir immer bunter geworden und lebendiger geworden und irgendwann hat Johannes Kunz gebeten, darum, dass wir uns zeitlich von ihm trennen mögen. Und das haben wir dann auch gemacht, wir haben uns dann auch zeitlich von ihm getrennt. Und irgendwann war es dann so, dass Johannes Kunz beschlossen hat, auch aufgrund des fortgeschrittenen Alters, dass er einfach diesen Jazz-Herbst in der Form Salzburg nicht mehr machen möchte. Und da sind dann Stadt und Land an uns herangetreten und haben eben quasi darüber gesprochen, ob wir diese Position nicht quasi befüllen können, ob das tut es.
aber als Kontrastprogramm zu den Festspielen haben wir uns nie verstanden, weil ich glaube, bei der Musikstadt wie Salzburg schon diese Musikform des Jazz und der improvisierten Musik auch. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann danken wir fürs Kommen und wünschen einen schönen Tag. Ich muss noch gerade sagen, in Ettlingen gibt es im Restaurant. In Ettlingen gibt es eine Botschaft. Heute. Ja, noch mal. Wunderbar, jawohl. Wunderbar, danke.